einen wunderschönen guten Abend hier draußen, ihre Lieben. Fast. Mal du spiel, guck mal. Nein, Frauenkopf, auf keinen Fall, ich mag keine Frauenköpfe. Rede mal, Laura, bist du schüchtern? Ich. Was ist denn das? Blaschstick und Philippen. Guckt mal, wie findet ihr meine Bande? Hast du mir das gerade eben schon gezeigt? Was? Den habe ich in Hamburg gekauft. Steht doch ganz oben auf meiner Leute, Buchhaltungsliste. Blaschstick von Catrice. Leute, wie findet ihr meine Bande? Warte mal, Mara, guck uns mal an. Dreh ich mal noch. Also, wir finden dich hübsch. Okay. Mit deiner Strähne. Er meint das wirklich, er sieht das wirklich nicht. Er kann es doch nicht sehen, weil das Display ist auch zu mir. Achso. Geh mal in den Spiegel gucken, schnell. Mach, es lohnt sich, Maras. Warum kommst du heute so spät nach Hause? Weil ich war noch unterwegs. Bei Burger King und so. Fernseher aus. Ich weiß nicht, warum der Fernseher läuft. Was? Wo warst du? Bei Burger King und so. Hm? Burger King und so. Warum eigentlich? Weil ich Hunger hatte. Heißt auch 15 Uhr. Wann hattest du Schluss? 14. 5. Und dann kommst du erst um kurz vor 16 Uhr nach Hause. Ja. Wir haben da noch gesessen. Man weiß, willst du mal meine Mappe hochheben? Weißt du, wie schwer die ist? Ja. Ganzen Tag habe ich mitgeschleppt. Ich bin kein Spind. Doch, du. Wie geht's dir? Scheiße. Ich habe mich für unwohl gefühlt, weil man hinten alles so fettig war. Deine Haare? Ja. Deine Haare sind fettig? Ja, hinten. Warum bist du nicht duschen gegangen gestern? Ich sage, sonntags immer duschen. Ja, tut mir leid, Mama, tut mir wirklich leid. Wirklich. Was hast du heute gemacht? Eier. Alles? Sag mal, einmal habe ich eine Erdbeere geklaut. Eier. Eine Erdbeere hast du geklaut, ne? So, ich stelle euch ein Kraft. Stück vorher. Du hast eine Erdbeere geklaut? Malu, hast du eine Erdbeere geklaut? Und warum hast du das gemacht? Ein guter Hut tut gut. Hast du Kopfschmerzen? Ach so, das finde ich lustig. Ja. Jetzt ist der Kraftstück Papa, wenn er böse ist. Papa, wenn er böse ist. Alle? Alle? Wie viele Finger hast du denn jetzt gesehen? Nee. Ich würde gerne, dass Papa nochmal zurückspult, dass er mal auf Zeitlupe. Mama, Kuschi Baby? Kuschi Baby. Warte. Oh. Warte. Ich muss machen. Warte. Was machst du da? Mama, Kuschi Baby? Nein. Was war das denn? Hier packe ich gerade Zuschauerpakete. Ich habe ja ich verschicke immer. Jetzt wird hier gerade gewischt. Er macht das echt gut, sehe ich gut. Ich muss mal schnell an den Froster hier, an unseren großen Kühlschrank, der steht hier unten. Und ich mache ja heute
Spinat. Es gibt Spinat. Und dafür brauche ich den Spinat, ne? Zweimal. Sind das die 700er? 150, ja. Ja gut. Sollte reichen. Ich gucke aber oben noch mal in dem Kühlschrank nach. Da auch noch eine Packung ist, eine offene oder so, die verwertet werden kann. Dann sollte das passen. So. Erst hier machen. Matthias hat jetzt kurz auf die Kleine oben aufgepasst, damit ich schnell nach oben gehen konnte. So, hier oben läuft wieder Musik. So. Jetzt wollte ich hier oben mal gucken. Ja, hier oben haben wir ja nur so ein ganz kleines Fach. Ja, da liegt noch irgendwas. Nur das Spinat, nee. Das benutze ich natürlich nicht, weil ist ja eklig. Also im normalen Spinat finden wir das nicht lecker. So. Ich leg mal los. Schön aus, ne? Was ist hier los? Lass schlafen. Mama, warum ist hier eigentlich eine Schildkröte, obwohl die da oben gar nicht ist? Die Schildkröte ist dann hier an der Wand irgendwo. Da. Ja, siehst du? Okay, ich muss sie noch mal hinlegen. Ich muss sie noch mal hinlegen. Ja, das auch. Warum? Ja, weil er noch zu ist. Geht doch noch da raus. Dann hätte ich doch aber nicht im vierten Stock geparkt. Ja. Was ist das? Wo ist ein Fahrstuhl? Nee, manches kriegst du nur nach oben. Wir kommen jetzt nicht mal in unser Auto ran oder was? Wir waren im Kino. Matthias hat mich spontan gefragt, ob wir noch ins Kino gefahren. Wieso willst du jetzt durchs Center laufen oder was? Nee, da geht's zumindest zum Parkhaus, Alter. Dann würde ich die 4 Etagen zu Fuß hochlaufen. Ich hab dich gefragt, ob wir hier vorne parken wollen, du Hund, ey. Ja, ich bin der Hund, boah. Ja, ist halt wirklich so. Ich wollte hier vorher noch auf der Straße parken. Hier. Jetzt eher so, ich bin ein Genie. Ja, ist ja egal. Aber ja, wieso? Dann hättest du das, was wir jetzt laufen, hättest du vorhin laufen müssen. Nee, wieso? Wir wären doch einfach hier hochgegangen. Im Center. Wieso? Wir hätten doch gar nicht ins Center gemusst. Hier, worum geht nicht? Das ist nur Ausgang. Steht doch da. Nein, du hättest da reingehen können. Nein, kannst du nicht, du Hund. Mann, ey. Ja, wie kommen wir jetzt wieder nach Hause? Na, hier rechts ist doch Fahrstuhl und Eingang eigentlich. Was ist denn jetzt so leckeres? Wie kannst du an Essen denken? Mir ist so übel. Leute, ich habe immer noch so Bauchgrummel. Das ist unnormal. Guck mal, da ist eine Tür. Da müssten wir eigentlich reinkommen, rein theoretisch, oder? Ja. Nein, ich hoffe, dass du recht hast. Wir laufen hier außen lang. Treppen. Weißt du, wie lange ich dann brauche? Ja. Warum ist denn hier Treppe über Treppe? Was ist denn das? Das ist eine Sicherheitstreppe. Na, ich bin gespannt, ob wir jetzt da reinkommen, ey. Und wie fandst du den Film? Den Film fand ich langweilig, aber guck mal, nach da unten ist offen. Fandst du wirklich langweilig? Oh, warum riecht das so komisch, Matti? Komisch, ja. Matthias, die Tür ist doch niemals offen, oder? Obwohl, hier, guck mal, steht auch ein Fahrrad. Obwohl, da ist eine Tür. Gut, doch dran. Ach, Matthias. Das wird doch nichts. Machen wir oben, wa? Kommt das schon dann hier rein, oder was? Abstand halten! Mann, Junge, ey, was stimmt nicht mit dir?
Du hast keine Ahnung, was du da sagst. Wieso? Ich habe den letzten Tag... Matthias? Ja? Sind ich hier so ein Aschenbecher? Matthias? Was ist das? Warte mal. Ja, super. Aber hier ist noch offen, warum wollen die mich alle verarschen? Dafür musste ich jetzt außen rumlatschen. Matthias, die kann ich auch nicht bezahlen. Hast du keinen Schein? Hast du einen Schein? Ich habe nur 50 Euro Schein im Auto. Wenn überhaupt. Ui, was machst du denn jetzt im Harten? Als wenn der den annimmt, ey. Ich bin auch gewundert, wenn er den nimmt. Was ist denn das? Ich meine, der ist halt... Warte. Jetzt haben wir es hier reingeschafft, aber wir schaffen es nicht mehr raus. Oh. Ja, warte. Der nimmt diesen Hühnchen nicht. Oh. Yeah. Ja, was ist geil, das ist einfach ja. Weggefallen. Alles ist weg. Karte ist weg, Schein ist weg, alles weg. Scheiße. Nach Hause geschafft, Leute. Aber was habt ihr ja gesehen, das war es zumindest zum Auto geschafft haben. Wer kommt denn da angelaufen? Wer kommt da? Oh, okay, hat sich erledigt. Was machst du? Hallo Leute. Hi. Du bist eine süße Maus. Guten Tag. Der Papa möchte die Speicherkarte. Wir haben es 10 Uhr. Ich muss erstmal, ich bin irgendwie, oh Gott. Ja. Ja, ich weiß. Oh. Hoppala. Hast du dich geboxt? Wie sie noch macht. Gut, ich habe gerade erfahren, dass Malus Geburtstagsgeschenk nicht rechtzeitig da sein wird. Warte, ich habe einen Doppler. Und Mara Maus braucht auch noch ein Geburtstagsgeschenk. Ich wollte ihr eigentlich auch noch was Kleines holen. Bedeutet, ich überlege, ob ich heute zu irgendeinem Spielzeuggeschäft fahre mit Mara, damit sie halt auch was findet. Bei Marlene habe ich schon was gesagt. Charlie. Ja. Wo ist Charlie? Charlie. Genau, das zeige ich euch aber morgen alles. Ich wollte nur mal Tschüss sagen. Tschüss sagen. Komm, wir sagen Tschüss. Hadi, Tschüss. Das war's wieder von uns für euch. Bis morgen um 18 Uhr. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute.
Sie weiß gar nicht, was sie als erstes machen soll. Genau!